Ja, moin, ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, mein Rückblick der Fotopia. Es waren 4 volle Tage, die wir in Hamburg waren, von Mittwoch bis Sonntag früh. Und das soll so ein kleiner Rundum-Rückblick sein, meine Eindrücke der Fotopia. Da haben mich enorm viele Zuschriften, was die Vortragsgeschichte angeht, möchte ich da Stellung zu nehmen und das erklären. Darüber hinaus halt hatte ich einen tollen Samstag mit wunderbaren 7 Teilnehmern im Hafen. Ich habe auch fotografiert. Meine Partnerin hatte die Leica Q3 dabei. Also ein Hamburg-Rundumschlag, Fotopia 23, meine Eindrücke, meine Meinung. Wie immer auch sehr ehrlich. Also dranbleiben. Hoffentlich spannend. Ja, moin, ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, nun liegt es schon wieder hinter uns. Ich weiß noch, letztes Jahr, ich habe es dann noch bei mir im Feed gefunden, die Schwärmerei der Fotopia 2022, jetzt 2023 auch schon wieder Geschichte. Man freut sich Wochen und Monate auf sowas und dann geht das immer rucki-zucki vorbei. Und ja, dann fragt man sich und schaut schon wieder, wann ist die denn nächstes Jahr? Und wir hatten in vielerlei Hinsicht wirklich Glück. Das Wetter war toll. Wir hatten ein Hotel direkt an der Messe. Wir sind Mittwoch ganz früh schon in Hamburg gewesen, haben letztendlich den Mittwoch genossen. Das war so ein bisschen unser Urlaubstag. Das heißt, wir sind dort am Hafen rumgelaufen. Wie soll es auch anders sein? Haben fotografiert, beide diesmal. Dazu seht ihr eine Menge in den im Monatsrückblick, beziehungsweise also hier am Ende auch noch mal ein paar Bilder, aber Monatsrückblick wird es Bilder von mir geben und die Bilder der Q3, die Anke gemacht hat, dann natürlich im Q3-Video, was ja auch noch folgen wird. Ja, so haben wir den Mittwoch verbracht und haben dann schon am Mittwochabend uns mit Frankie, Franks Vlogs und der irischen Lady getroffen und sind schön essen gegangen, waren im Portugieser Viertel, sind, ja, man kann es glaube ich schon so sagen, so ein bisschen bei so einem Italiener verhagelt. Und haben hervorragend gegessen, hervorragend getrunken, hatten einen wunderbaren Abend. Also wir saßen stundenlang da und haben ja die irische Lady jetzt kennengelernt, lieben gelernt, schätzen gelernt. Und von daher war das schon mal ein wunderbarer Start. Ja, am Donnerstag ging die Messe los. Wir waren auch schlag 10 Uhr auf der Messe. Und einfach mal ein kleiner Eindruck schon mal. Wir haben gleich am ersten Tag gefilmt, wie es dort aussah. Paar Impressionen. Film ab. Thank you.
Gott. Komm her. Na, komm her, Mr. Graf. Große Freude. Samstag auf der Fotopia, eigentlich für uns ja schon zu Ende. Ben, Momente deiner Geschichte, ein mörderischer Podcast, Leute. Hi. Kennt ihr wahrscheinlich sowieso. Und Graf von Schnackenberg ist der Instagram-Account. Schnackenburg, genau. Ja, Ben, dein Eindruck von der Fotopia? Ja, mega cool. Also es war noch mehr los, sowohl was Stände als auch Besucher angeht. Ja, absolut. Aber es war unfassbar geil, was für ein Programm das da war, die Aussteller. Man hat jeden getroffen, den man so aus seiner Bubble YouTube Podcast und so kennt. Absolut. Hat inspirierende Sachen gesehen, konnte neue Kameras anfassen bei Leica, bei Fuji, bei Canon, bei Sony, was weiß ich, Nikon. Also war geil, hat sich super gelohnt. Nächstes Jahr kommst du dann auch wieder, ne? Ich gebe mir Mühe, dass ich es schaffe. Ja. Auch aus Süddeutschland. Auch aus Süddeutschland. Super angenehme Tage hier. Ich bin zum zweiten Mal da und finde, es ist unwahrscheinlich sympathisch hier. Es hat genau die richtige Größe. War mir eine große Freude, hier zu sein und euch zu treffen. Ja, herrlich. Hoher Besuch vom Grafen. Hoher Besuch vom Grafen. Also in dem Sinne, Leute. Momente deiner Geschichte, der Podcast. Ja, wie immer alles sehr heimelig, die zwei Hallen, der Außenbereich. Die beiden Mädels haben sich dann im Grunde zwei Tage abgesetzt, sodass sowohl Frankie als auch ich, ich habe den Donnerstag genutzt, um halt meine Dinge, die ich vorhatte, halt zu machen. Ich war sehr viel, auch die ganzen Tage natürlich beim Leica Store. Habe mich sehr gefreut, Olaf Wolf dort wieder zu treffen und Dr. Carsten Ott. Sehr, sehr schön. Wir haben jeden Tag gequatscht, uns unterhalten. Ich durfte auch ein paar Leute von Leica kennenlernen, auch die mit meiner Kamera direkt in Wetzlar zu tun haben. Das war natürlich spannend. Und ich hatte im Grunde nicht viel auf dem Zettel, was ich mir anschauen wollte. Ich war, sehr interessant war, könnte spannend werden. Wartet's mal ab. Ich war bei der Firma Zeiss und habe mir dort Objektive angesehen und auch ein bestimmtes Objektiv angesehen. Und das war sehr, sehr nett dort. Und nochmal herzlichen Dank für den warmen Empfang. Konnte auch gleich ein bisschen was ausprobieren. Also das hatte ich auf dem Zettel. Und habe dann den Guido bei Sony besucht natürlich. Ich habe Lachs gesehen bei Sony. Also es ist ja immer so ein kleines Familientreffen. Und dann natürlich auch die wirklich hervorragende Präsentation und Bühne das German Street Festival, Marco Larus. Sigrid Hansen haben da wirklich tollen Job gemacht, eine tolle Bühne gebaut, eine tolle Area gebaut, einfach. Und daneben war auch noch ein bombastischer Kaffeestand von WMF, wo es frei Kaffee gab. Das war schon sehr, sehr schön. Chromland natürlich, Anatol Kotte, Mordstand wie immer, Halligalli. Und viel mehr hatte ich auch gar nicht auf dem Zettel. Und ich bin eigentlich immer nur ein paar Meter gekommen. Dann wieder Gespräche, ein paar Meter gekommen, Gespräche, aber das ist ja der Sinn der Sache. Ich habe viele von euch wieder getroffen, neu getroffen. Ich habe viele neue Leute kennengelernt. Natürlich die lieben Kollegen, wie gesagt, Frank, die irische Lady, mit denen wir abends unterwegs waren, Klaus Helmich, der Padawan, gute Besserung. Und. Also wirklich viele, viele Leute, wo wir dann abends einfach auch mal essen waren und Olli Jockers, Svensson war dabei, waren wir auch einen Abend essen, Guido Klumpe kennengelernt, also wirklich toll. Und natürlich Bremer und Groth, selbstverständlich. Da haben wir dann sogar unseren letzten Abend schön gegessen. Und von daher war es wirklich viel unterhalten, viel austauschen, wieder alles sehr respektvoll, sehr schön, auf Augenhöhe und mich sehr, sehr gefreut über so viel Response, dass auch so viele von euch mich angesprochen haben und den Weg ja des letzten Jahres verfolgt haben. Und auch wirklich, ich habe mich sehr gefreut über die vielen Glückwünsche zu all den Dingen. Und so war das natürlich dann, ich muss schon sagen, super anstrengend, weil von 10 bis 17, 18 Uhr nonstop auf den Beinen, nonstop rumgelaufen. Das schlaucht natürlich, und wenn man dann abends noch wiederum läuft, um irgendwo essen zu gehen, dann lagen wir für Hamburger Verhältnisse wirklich sehr, sehr früh im Bett. Ja, so war der Donnerstag dann schnell Geschichte, und am Freitag ging es dann los, natürlich auch wieder um 10 Uhr morgens auf die Messe. Es wurde immer voller, voller, voller. Also selbst der Donnerstag, fand ich, war
so stark wie der Samstag vor einem Jahr. Also die Messe war hervorragend besucht und dennoch hat sich da alles gut verteilt, weil es halt nicht die klassische Messe ist, sondern einfach sehr cool aufgebaut worden ist. Man hatte immer irgendwo Rückzugsmöglichkeiten oder konnte sich mal hinsetzen und einfach schön umherschlendern. Und wenn man zu jemandem gesagt hat, du, wir sehen uns später, dann hat man sich auch später halt gesehen. Und so war es dann auch, dass ich sehr lange mit Harald Peter, Berufsfotograf, auch ein wunderbarer Mensch, wir kennen uns eigentlich nur vom Schreiben, jetzt sind wir uns mal in die Arme gelaufen. Ich weiß leider den Namen von seinem Kollegen nicht, möge er mir verzeihen, wir haben sehr lange zusammengestanden. Harald Peter, ein ganz, ganz toller Mensch, ein super Fotograf und auch so gelernter, die alte Schule, war sehr, sehr schön, hat mir gut gefallen. Ja, dann hatte ich ja meinen kleinen Quickie-Gastauftritt, den Vortrag. Und ich möchte ein paar Sätze dazu sagen, ganz wertfrei, weil hier war die Tage ziemlich die Hölle los. Zuschriften, Anrufe, es sind so drei Bereiche, die mir am Herzen liegen. Natürlich war ich selber sehr überrascht, wie voll es bei mir war. Also es brach ja da aus allen Nähten. Ich glaube, es war fast der Gang voll. Und ich weiß, dass viele sehr enttäuscht waren. Ich weiß auch, dass einige gekommen sind, bewusst, um mich zu hören und keine Chance hatten, weil es so voll war, da vernünftig hinzukommen. Ja, das Los hatten wir alle. Der zweite Punkt war der Ton, also der Sound. Und ja, auch das wurde an mich herangetragen. Auch da muss ich sagen, saßen wir alle in einem Boot. Ich weiß, dass der Ton wirklich überhaupt nicht gut war und gerade auch die Leute, wenn sie schon hinten stehen mussten, im Grunde keine Chance hatten, was zu verstehen, ist mir selber so gegangen bei dem Podcast von Bremer und Groth. Da stand ich nämlich auch hinten, da war nichts mehr mit Hören und ja, ich bin bei meinem Vortrag sehr dankbar, weil es war keiner da, dass Frankies Vlogs ein bisschen da in meinem Sound rumgespielt hat. Ja, gut, auch da kann ich nur sagen, es ist, wie es ist. Wir saßen alle im gleichen Boot. Natürlich ist es nicht befriedigend, wenn man tatsächlich wohl extra kommt. Alles rappelvoll ist, da freuen wir uns, da können wir nichts zu, klar. Aber dann, dass man nichts verstehen kann, okay, auch gut. Es kamen dann auch Zuschriften, dass man ja Eintritt bezahlt, dass man schon im Grunde die Möglichkeit haben müsste und wir ja da Geld für bekommen und so weiter. Da möchte ich jetzt mal aufräumen. Also nur, dass das mal klar ist, für diesen Vortrag von 30 Minuten, effektiv 20, weil mein Vorgänger, ein sehr, sehr netter Mensch, hat wirklich pünktlich aufgehört. Aber was passiert da? Da ist ja es gab kein Changeover. Da war dann schon Knäuel von Leuten, die dann nach vorne gingen, weil er seine Bildbände da hatte. Und natürlich ist er da hingegangen, um mit den Leuten zu sprechen. Und ich stand da hinter meinem Laptop, weil meine Uhr lief zu dem Zeitpunkt schon 2 Minuten. Ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Da gebe ich jedem recht. Und ich kann ihn da ja auch nicht raustreten. So blieben mir effektiv 20 Minuten. Ich habe das ja schon mal gesagt für einen Vortrag. Die ihn kennen, natürlich deutlich länger ist. Und ich bin da auch durchgehetzt. Natürlich wie ein Irrer. Und es gab kein Pfennig Geld dafür. Das möchte ich mal betonen. Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Es gab kein Pfennig Geld dafür und im Gegenteil, ich musste mir für 2 Tage selber noch Karten organisieren, um überhaupt auf die Messe zu kommen. Also wir haben natürlich für den Auftrittstag in unserem Fall 2 Karten gekriegt, aber zum Beispiel für den Freitag, vielen Dank an Nina Papiorik, die so freundlich war, und Freitag musste ich sehen, wo ich bleibe, und wir haben es dann auch selber organisiert, noch an Karten zu kommen. Also letztendlich war das nichts, wofür wir Geld bekommen haben, im Gegenteil. Also das mal nur so, weil ich glaube, 4 oder 5 solcher Zuschriften kommen, wir zahlen Eintritt und wir haben das Recht und ihr kriegt ja da auch. Nee, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also von daher, ich weiß, das war für einige nicht ganz glücklich. Ja, ich denke, das ist aber auch bei allen Verantwortlichen angekommen. Wie gesagt, alle saßen im gleichen Boot, was natürlich unglücklich war, das gebe ich zu. Das ist mir aber erst 10 Minuten später aufgefallen, obwohl ich natürlich da durchgehetzt bin wie ein Irrer. In 20 Minuten kam scheinbar hinter mir gar keiner, obwohl da einer hätte kommen müssen. Die Info habe ich aber nicht bekommen, weil man ist im Grunde allein auf den Stand gegangen, hat irgendwie seinen Sound gemacht und dann auch wieder weggegangen. Und das war's dann. Also gut, ich denke mal, sicherlich auch die
das ist angekommen. Und aber wie gesagt, wir saßen alle im gleichen Boot, wir mussten alle damit leben. Und es war trotzdem natürlich großartig, wie viel da los war. Nochmal herzlichen Dank an diese große Masse Menschen, die da gekommen sind, um mir zuzuhören. Das war schon großartig. Und wer halt möchte und das mal ausführlich hören, den kann ich immer nur auch zu den Leica-Veranstaltungen einladen. Die Erlebnistage nächstes Jahr in Nürnberg, da ist das, könnte sicher sein, ausreichend Zeit. Und wer da zuhören möchte, der bekommt auch die Chance und versteht auch alles. Ja, am Samstag war dann, Freitagabend waren wir wieder essen, am Samstag war dann, hatte ich 7 wunderbare Teilnehmer. Ja, der kleine Workshop, der ja schon über Monate ausgebucht war. Einer leider konnte nicht teilnehmen, Corona-Fall. Aber keine Sorge, du bist dann nächstes Jahr dabei. Und auch da hat das Wetter gepasst. Wir sind dann schön 4 Stunden durch den Hafen. Ich glaube, jeder hat gute Bilder mitgebracht. Es war eine sehr wissbegierige Gruppe. Es hat sehr viel Freude gemacht. Die Dinge, die ich halt erklären konnte, wurden super angenommen. Alle sind ausgeschwärmt. Im Gegenteil, ich musste alle auch immer wieder vor lauter Motivation halt zusammentreiben. Und ich glaube, jeder hat zumindest verstanden, wie mein Ansatz ist. Und jeder, denke ich, hat auf jeden Fall das ein oder andere gute Bild an dem Samstag gemacht. Wir waren am Samstag nochmal für 2-3 Stunden auf der Messe, weil wir uns ja Karten selber organisiert haben. Und waren dann zum Abschluss abends schön Schanzenviertel, hatten noch St. Pauli gegen Schalke gespielt. Mit Bremer und Groth unter anderem waren wir schön essen. Und das war's dann auch schon wieder mit der Fotopia, weil am Sonntag sind wir dann auch wirklich platt gewesen und gleich früh, wir waren um 11 schon wieder zu Hause. Und war wirklich wieder ein tolles, tolles Event. Vielen, vielen Dank wirklich an alle, die ich treffen konnte, durfte, an die Kollegen. Schöne, harmonische Geschichte und letztendlich, wie gesagt, schauen wir mal im nächsten Jahr. Ich werde, so viel kann ich sagen, sicherlich als Gast, als ganz normaler Gast, mit Sicherheit da sein. Ja, alles Weitere schauen wir. Ein paar Bilder habe ich auch gemacht, ein paar zeige ich euch noch. Und seid gespannt, Monatsrückblick. Und in ja ziemlich genau 4 Wochen geht es schon wieder für 4 Tage nach Nürnberg, 2 Workshops. Auch da, ein paar haben gemeckert, dass sie ja immer gerne, aber alles ist immer ausgebucht. Wir arbeiten an den 2024er Termin und dann besteht wieder die Möglichkeit. Also nochmal herzlichen Dank an alle, wie gesagt, die ich treffen durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht und danke, dass ihr alle so zahlreich bei meinem Vortrag wart. Auch tolle Vorträge der Kollegen, keine Frage. Es war wieder mal ein Familientreffen. Und ich würde sagen, werdet und bleibt gesund, macht was Schönes und wir sehen uns in Kürze. Bis dann und tschüss.